Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns auf Makeb und gehen gerade die Heldenmission hier mal so ein bisschen an. Allerdings haben wir bei der jetzigen Heldenmission verpennt, die Bonusmission zu aktivieren. Wir hätten am Anfang einfach mal ein paar Leute hier angreifen müssen, dann hätten wir das dann auch relativ schnell gesehen, dass es hier eine gibt. Aber der Bereich war irgendwie so offen, dass wir hier ganz gut so durchgekommen sind. Deswegen haben wir die erst relativ spät entdeckt, kurz vor Ende hier. Und das haben wir aber in der letzten Folge nicht mehr geschafft, deswegen bringen wir die Heldenmission jetzt hier an dieser Stelle mal zu Ende. Okay, der wird hier von irgendwen geheilt. Wahrscheinlich hier von dem Geisterpuff Geheimdienstanalysten oder so. Nee, von dem hier. Okay, der ist weg. Ja, das ist der Move der Scharfschützen. Ja, die drängen einen immer so ein bisschen weg, damit sie wieder eine schöne Schussbahn auf einen haben. Zu spät. Da ist die Liftsteuerung, die wir sabotieren sollen. Ja, mal gucken, ob wir da vielleicht rankommen, ohne die hier zu triggern. Wobei wir die bestimmt gleich sowieso ausschalten müssen. Aber wir machen das mal erstmal so. Okay, das ist Parklan. Ja, wir stellen uns hier mal so ein bisschen in die Ecke, falls er uns nach hinten drückt. Dann fallen wir nicht gleich in die nächste Gruppe. So schnell stirbt man nicht. Ja, bis jetzt niemanden irgendwie mit reingezogen in den Kampf. Ja, der hält auf jeden Fall schon einiges mehr aus. Sieht man schon, wie langsam die Gesundheitsanzeige hier runtergeht von dem. Ist das ein Rancor in Rüstung? Irgendwie biomodifiziert oder sowas? Ist auf jeden Fall eine Kreatur. Ja, Heldenmoment, ne? Und versuchen irgendwie Schaden rauszuhauen. Stirb, du Viech! Ja, Wahnsinn, was da aushält. Das ist so ein Riesenschlag hier, aber tut uns alles nicht weh. So, wir fangen wieder an mit unserem Flammenwerfer. Machtwürgen und Machtblitz. Nicht mehr lange, dann ist er down.
schauen wir mal, wohin es dann geht. Okay, begib dich zum Andor-Ring. Der ist wo? Müssen wir einfach wieder zurück, oder? Ah, der schickt uns hier hinten raus. Ach so, aber... Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir mal zum Andor-Ring. Das war der Gravitationsring. Beobachtungsring. Reisen wir mal einfach zur Fähre schnell zurück. Und guck mal, wo er uns hinschickt. Nee, ah, okay, shit. Ja, Leute, da müssen wir nochmal schnell hin. Ich habe mich ein bisschen verwehren lassen von der lilanen Farbe. Ärgerlich. Ja, jetzt müssen wir dann nochmal schnell hinkommen. Allzu viel Zeit haben wir leider auch nicht mehr. Die wird gleich zurückgesetzt hier in 9 Minuten. Deswegen müssen wir ein bisschen Hackengas geben. Oh, 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 oh. Nee, kommen wir weg. Sehr gut. Gedacht, wir sind da doch ein bisschen in eine große Gruppe reingelaufen gerade. So, mal sehen, ob wir hier jetzt reinkommen. Ohne Kampf. Jo. So schnell stirbt man nicht. Aber hier kommen wir leider nicht dran vorbei. Ja, ärgerlich, wenn wir die Mission gleich nochmal machen müssen. Ja, ich benutze mal das Schild hier vorsichtshalber. Ein bisschen Schaden abwenden. Padawan. Oh, da haben wir nebenbei mal kurz geschündert. So, nochmal. So, mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen dran vorbeikommen. Ja. Klappt gerade eben so. Aber hier müssen wir leider wieder kämpfen. Ja, das wird eine knappe Kiste, Leute. Kurz mitziehen hier. Da kommt nämlich der Druide, der läuft hier rein. Muss ja nicht sein, dass wir den auch noch mit zum Kämpfen bringen. Ja, vielleicht steigt er jetzt eh in den Kampf mit ein. Ja, okay, Mist. Gut, dann habe ich nichts gemacht. So, wir machen mal Schmerz ertragen. Wenn wir hier gerade ein bisschen mehr aushalten. Oh,
Ja, Jessa hat den Druiden zum Glück nochmal rausgenommen aus dem Kampf. Wird dann ein bisschen einfacher für uns. Ja, kommen wir doch schon auf 20 Kills für die Bonus. Auch wenn wir da gar nichts machen wollten. Aber wie das immer so ist, manchmal muss man sich ja auch hier die Wege freikämpfen. Und dann kriegt man dann sowieso ja, die Kills ja auf das Konto. Aber schaffen werden wir die nicht mehr. So wie sei gesagt. So, ich hoffe, der Bereich ist jetzt nicht mehr allzu groß, der hier unten kommt. Beziehungsweise hier hinter. Gruppenphase. Die Quests werden nämlich gleich wieder zurückgesetzt. Okay, da können wir vielleicht nochmal dran vorbeikommen. Ah! Wir vielleicht eine andere Seite nehmen sollen. Ah, ist genauso schlimm. Aber da kommen wir so dran vorbei, sehr gut. So, da hinten ist unser letzter Gegner. Drück die Daumen, dass wir das jetzt noch schaffen. Ich muss ja sagen, sowas hasse ich, ne? In der Zeitdruck hier irgendwelche Missionen zu erledigen. Verstehe ich auch nicht, warum sie das eingeführt haben, dass sie täglichen Quests zurückgesetzt werden nach 24 Stunden. Also zurückgesetzt werden sie immer, aber dass sie dann aus dem Questlog verschwinden, das verstehe ich halt nicht so richtig. Lasse doch drin. Ja, ja, schmeiß ich mal weiter zurück. Ja, wir hätten die Quest jetzt locker geschafft, ohne meinen Fehler mit dem Teleport. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, dass ich da nicht richtig geguckt habe und habe mich verwirren lassen durch den Marker von Rache des Archons, dass wir uns bei Darth Maar melden sollen. Ich habe gedacht, der führt uns wieder raus und wir sollen irgendwie zum Gravitationsanker. dabei hatte ich nicht im Kopf, dass es halt mehrere gibt. Unter anderem den hier halt. Wo wir dann wirklich hin sollen. Okay, ich glaube, ja, 3 Minuten haben wir noch. Könnten wir schaffen. Der Rattenfänger. Boah, der hält viel aus. Ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. So schnell kriegen wir den leider nicht down, dass wir die Quest nochmal abschließen können. Naja, mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück und der erkennt, dass wir uns gerade in der Quest befinden und lässt uns die. Wir sollten ihn natürlich auch anvisieren. Ich gebe mein Bestes. Ja, da haben wir es, Leute.
gut, wie... Ja, ich hole mal kurz die täglichen Belohnungen hier. Schade, schade, dass wir das nicht mehr geschafft haben. Ja, dann teleportieren wir uns zurück. Ich weiß nicht, erstmal zum Gravitationsanker vielleicht. Ja, wir waren hier schon beim Endboss. Nochmal mache ich die auf jeden Fall nicht. das muss ja nicht sein. Und wir haben natürlich die ganzen anderen Heldenquests auch noch offen. Ja, schauen wir uns dann vielleicht nochmal an in der nächsten Folge, weiß ich noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir uns vielleicht nochmal zu Darth Maar aufmachen. Auf die Markab Orbitalstation. Dann können wir mal schauen, ob der vielleicht noch was für uns hat, was wir auf Markab erledigen können. Ja, beanspruchte Anmeldebelohnung. Mal gucken, was wir hier bekommen haben. Bisschen Java-Schrott. Ansonsten sieht es ziemlich mau aus im Inventar. Urlaubsort für Alderaans kleine Adlige. Vielleicht habe ich Glück und treffe alte Bekannte. Vielleicht, Jessa, vielleicht. Da ist er. Ist der Planet stabil? Laporam Amka, Mamni Nigag, Nagnaya Mamni, Gambram. Sergeant Bedarö kümmert sich um die Sicherheit am Boden. Er war ein würdiger Ersatz für Lord Sutarat. Genug. Dieses Ergebnis hatte ich nicht erwartet, Zorn. Aber es ist dienlich. War euer Team zufriedenstellend? Er setzt sie für ihre Inkompetenz. Ihr habt mein Team schlecht ausgewählt. Keiner von ihnen hätte Teil dieser Mission sein sollen. Sie werden gerecht belohnt werden. Verschwindet. Alle. Während des nächsten Monats wird jedes Gramm Isotop 5, das wir gewinnen, für unsere Verteidigung benötigt. Die nächste Phase des Krieges beginnt. Das Huttenkartell ist schwach und verstreut und die Jedi werden sich wieder uns zuwenden. Endlich sind sie bereit, Blut zu vergießen. Gebt mir eine Statusaktualisierung zum Krieg. Als wir das letzte Mal sprachen, hattet ihr 3 Sternensysteme verloren. Was geschieht in der Galaxis? Seht es euch an. Mitbürger der Republik, die Huttenkrise ist vorüber und wir haben erneut bewiesen, dass Mitgefühl keine Schwäche ist, sondern unsere Stärke. Deswegen stehe ich jedoch nicht vor euch. Stattdessen kann ich endlich bestätigen, was viele seit Monaten vermuten. Der Sith-Imperator ist tot. Ein Jedi-Stoßtrupp hat den Imperator kürzlich während eines Angriffs auf Drum und Kaas angegriffen. Ein gemeinsamer Ausschuss des SID und der Jedi hat festgestellt, dass der größte Schurke der Galaxis für immer verschwunden ist. Das ändert nichts am bevorstehenden Kampf. Der Rat der Sith ist weiterhin die wahre politische Macht im Imperium. Aber es ist eine Nachricht an die Sith und ihre Anhänger. Ihr seid die Nächsten. Sie sagen die Wahrheit. Der Imperator ist fort. Er ist tot oder liegt im Sterben. Egal, was unsere Propagandisten sagen. Niemand wird um ihn trauern. Nein, der Imperator ist unsterblich. Ich habe die Worte der Hand des Imperators vernommen. Unser Meister ist körperlich besiegt, jedoch nicht im Geiste. Hütet euch vor Auflehnung. Wenn er nicht tot ist, ist er nicht in der Verfassung zu herrschen. Zumindest nicht im Augenblick. Jetzt ist unsere Chance, das Imperium in den Flammen der Schlacht neu zu schmieden. Es in ein Sinnbild von Einigkeit und Stärke umzuformen. In den kommenden Monaten werden wir der republikanischen Offensive und jenen, die uns von innen heraus schwächen wollen, gegenüberstehen. Und gestärkt daraus hervorgehen. Wir dienen zuerst dem Imperator. Der Imperator wird zurückkehren. Wenn wir das Imperium neu schmieden und stärken, wird dies in seinem Namen geschehen. Und zu seinem Zweck. Nun gut, Zorn. Hoffen wir, dass das ausreicht. Heute habt ihr uns Zeit verschafft. Isotop 5 wird das neue Fundament des Imperiums finanzieren und die Republik weiß nichts von unseren Taten. Wir werden sprechen, wenn der Feind erneut angreift. Gemeinsam werden wir über das Schicksal des Imperiums entscheiden und die Galaxis zurückerobern.
Tja, das war die Aufgabe von Darth Maar auf Markab. Das Isotop 5 sicherstellen für das Imperium. Das haben wir wohl hingekriegt. Und da fliegt er dahin. So, mal sehen, was wir hier als Belohnung bekommen. Auf jeden Fall ein Ruffragment und ein Lichtschwert. Ja, das können wir leider nicht gebrauchen. Können wir mal nachschauen. Ne, das ist auf jeden Fall schlechter. Können wir aber auch nicht zerlegen. Wir haben Saisonpunkte wieder erhalten. Da können wir direkt mal gucken, ob wir eine... Ne, keine neue Stufe freigeschaltet. Gut, Leute. Da würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Das passt gerade ganz gut. Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen in der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein und dann gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Revan Schatten ist der nächste Auftakt. Ja, das ist der nächste DLC quasi hier zu Star Wars The Old Republic. Mit der Hauptstory sind wir durch, mit Markab sind wir durch und ja, alles weitere wird noch folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.